Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute sitze ich vor dir in Pyjama und das werde ich noch ein paar Mal öfter tun in diesem Video. Frisch geduscht und denn ich möchte mit dir ein paar Masken testen. Das Ganze wird an 5 verschiedenen Tagen passieren. Ich denke nicht unbedingt hintereinander, so wie das in meinen Maskenwochen sonst üblich war, weil ich halt zurzeit ein etwas anderen Tagesablauf habe und das so nicht zeitlich hinkriegen werde. Deswegen, genau. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, denn die Sonne ist wieder rausgekommen und da bin ich doch das ein oder andere Mal im Garten und ein bisschen aktiver hier auch zu Hause. Deswegen kommt auch vielleicht nicht jeden Tag ein Video von mir online, aber ich bemühe mich. Ich würde sagen, wir können uns zuallererst mal einfach meiner allgemeinen Hautsituation widmen. ich habe, dadurch, dass ich die Pille abgesetzt habe, das Video kann ich dir hier oben mal verlinken, eine etwas unreinere Haut bekommen, als ich sie normalerweise habe. Es ist jetzt nichts Gravierendes oder so und meine Sonnenallergie hat sich auch schon wieder verabschiedet, weil ja gar keine Sonne da ist aktuell. Also ich denke, die nächsten Tage schon, aber jetzt nicht, wenn ich laber, egal. Auf jeden Fall habe ich so ein ganz paar Unreinheiten hier und hier hatte ich eine, da habe ich jetzt eine Rötung. Ist eine ganz normale Haut, würde ich mal so sagen, ne? ein bisschen trocken zurzeit, eben durch das Wetter, ein bisschen, Mischhaut habe ich aktuell. Genau, die hatte ich sonst nicht. Ein bisschen sensibler ist die auch als sonst, deswegen ist es, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, wenn ich das nicht jeden Tag hintereinander mache. Und ich laber, ne? Ich verliere mich in meinen Worten. Lassen wir das. Wir fangen einfach mal an. Und zwar als erstes habe ich eine Maske zugeschickt bekommen von der lieben Jana. Ich verlinke dir mal ihren Kanal hier oben. Das ist nämlich die liebe White Swan Beauty, ein absolut genialer, krass geiler Mensch. Also ich habe die von Herzen richtig lieb. Und wir schreiben, wir sprechen, wir lieben uns. Auf jeden Fall von Isana die Mixetuchmaske Hyaluron und Vitamin C Booster. Fand ich interessant. Hatte sie mir mal in einem Päckchen mit reingepackt, als ich ihr ein Parfüm geschickt habe, was ich aussortiert habe, und beziehungsweise was ich in der Box hatte und gesagt habe, das ist nicht mein Duft. Und sie sagt, das ist geil. Und dann habe ich gesagt, ich schicke dir das. Und dann hat sie mir was zurückgeschickt. Unter anderem diese Maske. Und ich laber schon wieder. So, auf jeden Fall spendet die intensive Feuchtigkeit, was ich jetzt auch gerade brauche, vitalisiert und glättet. Ist auch ganz nett. Und das ist für einen strahlenden Teint. Und das ist so ähnlich wie die, die es auch mal von, kann ich mich nie erinnern, von einer hochpreisigeren Marke, sage ich mal, gibt oder gab. Und zwar muss man die sich quasi mischen, indem man die irgendwie knickt. Und das gucken wir doch mal. Als erstes muss man die Verpackung falten und letztendlich das Serum durch eine Perforierung, die sich hier befindet, das deutet dieser nette Tropfen ja auch an, ne, dass sich da quasi das Serum nach oben bewegen soll, nach oben verfrachten, weil hier oben ist eine trockene Tuchmaske drin. Dann falten wir das mal. Genau, also im Prinzip ist es eigentlich am besten, wenn man das hier runter macht, weil ich meine, da oben muss es ja raus, ne? Das sind irgendwie die hier. Und dadurch, dass man das dann knickt und sich der Druck aufbaut, platzt da oben halt diese Perforierung oder wie auch immer auf. So der Gedanke von mir. So, ich habe sie geknickt. Jetzt müsste das nach oben gehen. Hallo? Hallo? Bewegen Sie sich nach oben, bitte. Puh! Läuft. Genau, da muss man das da oben reinmachen. Also quasi, das hier knete ich hier so nach unten und dann knete ich das so um die Ecke und dann da oben rein. Ich meine, man muss einfach ein bisschen logisch denken und ich verstehe nicht, warum man das in 2 verschiedenen Viechern gemacht hat. Das finde ich merkwürdig. Ich quetsche da oben mal so richtig rein. So, und dann muss man das da oben kneten, damit das auch richtig da reingeht. Das ist ein bisschen, finde ich, so eine minimale Verschwendung, weil man durchfeuchtet schon das Tuch, aber das Serum ist halt hier noch ordentlich drin zu sehen, wenn die Kamera das aufhängt. Ja, ne? Hier sieht man diesen Flüssigkeitsstand. Und ich denke, dass ich mir das einfach mal in ein Pöttchen füllen werde und das als Serum benutze, weil das ist ja ein bisschen zu schade dafür. Nur, wie kriege ich das Serum da raus? Ich nehme ein hier stehendes Pöttchen, wo ich eigentlich von der lieben Karin die ganzen 30 Viecher drin habe. Ja, vielleicht war die Maske schon irgendwie vorher mit irgendeinem anderen Produkt durchtränkt, weil die fühlt sich jetzt sehr, sehr cremig an. Dann mache ich mir die mal eben drauf.
So, das war jetzt eine sehr schleimige Angelegenheit, denn die Maske an sich ist irgendwie, ich habe keine Ahnung, als wäre da eine Creme drauf und dann ist das Serum damit drauf gekommen. 15 bis 20 Minuten lasse ich die drauf und dann komme ich gleich nochmal wieder. So, die 20 Minuten sind mehr als überschritten. Ich habe hier so ein bisschen rumgewuselt, was ich immer so mache, wenn ich die Masken aufhabe. So, dann nehmen wir die mal ab. War super angenehm und die ist immer noch sehr durchfeuchtet. Also ich glaube, ich habe die eine halbe Stunde oder so drauf gehabt. Richtig schön. Ich mache das jetzt mal so, dass ich nochmal so ein bisschen mit der Maske über mein Gesicht gehe, weil ich hoffe, dass ich dann mein Gesicht danach nicht nochmal eincremen muss. Ha! Jetzt habe ich das entsprechend, ne? Nochmal aufgetragen, jetzt wird es einmassiert. Die Maske ist jetzt schön eingezogen und meine Haut hat es auch so richtig aufgesogen, sie hat es wirklich gebraucht. Es soll Feuchtigkeit spenden, es soll den Teint erstrahlen lassen und erste Fältchen mindern. Über erste Fältchen mindern kann ich nicht so viel sagen. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran, vielleicht können wir uns das mal zusammen ein bisschen mehr von Nahem angucken. Und so sieht jetzt meine Haut von Nahem aus. Ne? Also ich finde, dass sie auf jeden Fall mit Feuchtigkeit versorgt aussieht. Ich hatte hier so eine, habe ich immer noch eine trockene Stelle an der Nase. Ne? Ich habe mir da ein bisschen Serum draufgegeben. Ist jetzt auch nicht weg oder so. Aber meine Haut an sich hat keine trockenen Stellen mehr. Ich hatte jetzt vorher auch jetzt nicht irgendwelche Partien, die extrem trocken waren. Um die Augen ist bei mir natürlich auch immer so eine Sache. Aber ich finde, dass meine Haut jetzt eigentlich echt annehmbar aussieht, sah sie vorher auch, aber ich habe keine Würstchenbildung gehabt, ich habe jetzt einen strahlenden, erfrischten Teint und ja, es ist gut mit Feuchtigkeit versorgt. Gute Maske. Danke Jana, da hast du mir echt eine Freude mit bereitet. Das ist ein cooles Teil und ich kann sie absolut empfehlen. Wie immer natürlich, alle Masken, die ich hier so verwende, wenn ich sie online finde, verlinke ich dir unten in der Infobox. Da stehen immer viele interessante Informationen von mir drin. Und halt auch immer Infos zum Video. Es ist mal wieder Zeit für eine Maske. Heute habe ich Bock drauf. Und zwar auf die Cardea Vera Rosenwasser Hydrogelmaske. Die hatte ich mal in einem Tauschpaket. Die ist von Müller. Und die ist mit einem Spitzendesign. Und die soll die Haut glätten. Und ja, Rosenwasser ist auch ganz gut aktuell. Denn ich habe einen Fred, der eine Familie gegründet hat. Und da ist Rosenwasser eigentlich auch immer eine ganz gute Geschichte. Ja. Ich trage mir die mal auf. Für meine Riesenrübe sitzt die dann doch etwas klein und irgendwie merkwürdig. Also die Augen, das ist sowieso immer viel zu eng zusammen für mich. Ne? Also ich weiß nicht, habe manchmal das Problem, ich meine, jetzt geht es einigermaßen, aber wenn ich die Augen viel bewege, ist es störend, sage ich mal. Und sie hört wirklich hier auf. Und das finde ich auch irgendwie schade. Naja, aber gut. Sie fühlt sich sehr gut auf dem Gesicht an. Ich denke nicht, dass irgendwas tropfen wird. Das heißt, mit dieser Maske kann man auch sich bewegen, kann irgendwie noch zwischenzeitlich irgendwas machen. Sie riecht super angenehm. Nicht zu doll, sondern ganz, ganz leicht nach Rose. Und abwarten. 10 Minuten darf die jetzt drauf bleiben. Ach so, die ist auch zweigeteilt, ne? Also das sind jetzt zwei Partien, die jetzt hier liegen. Ich habe eine untere Partie und ich habe eine obere Partie. Und die hat halt ein ganz, ganz dezentes weißes Spitzendesign. Sieht nach wie vor etwas merkwürdig aus, aber das sehen Masken doch immer. So, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen länger drauf gelassen, weil das so gut getan hat. Das ist tatsächlich null nass jetzt irgendwie, ne? Das ist halt einfach irgendwie, als hättest du quasi so eine etwas glibberigere Folie auf dem Gesicht. Aber wenn ich jetzt hier auch so drauf packe, es ist quasi trocken an den Fingern. Ich nehme die Maske jetzt aber mal ab. Es war sehr, sehr angenehm, die zu tragen. Das muss ich wirklich sagen. Und die Feuchtigkeit befindet sich jetzt tatsächlich auf meiner Haut, aber es ist eine sehr gelige Konsistenz. Also es ist jetzt nicht wie so ein dünnes Serum oder so und man kann das jetzt einmassieren. Was ich etwas merkwürdig an der Maske fand, war, dass das Nasenteil etwas länger als meine Nase war. Denn ich habe normalerweise jetzt keine Mini-Nase oder so, aber es war schon länger, ne? Das war schon irgendwie interessant, weil sonst hast du die halt immer sehr, sehr kurz und so wurde halt wirklich die komplette Nase gepflegt. Das fand ich cool.
Ich habe jetzt auch kein Serum, was ich irgendwie so meinen Hals runter verteilen kann, aber trotzdem glänzt meine Haut und ist voll gepumpt mit Feuchtigkeit. Also du brauchst danach keine Nachtcreme. Das, was du danach brauchst, ist natürlich eine Augencreme, weil die Augenpartie ja von der Maske ausgelassen wurde. Ja, aber so, mein Gesicht ist super gepflegt jetzt. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr euch das auch von der Nähe anschauen. Ja, sorry, da siehst du dann wahrscheinlich auch die Fred-Familie etwas näher, aber that's life, ich kann es nicht ändern. Ja, aber guckt euch mal diesen Schimmer an. Natürlich, ich habe da vorne da auch eine Lampe stehen. Also, ne, wenn ich die jetzt ausmachen würde, warte. Hätte ich trotzdem noch so einen Schimmer auf der Haut. Oh, ja. Ne? Also ich finde, dass meine Haut super gepflegt ist, jetzt mit Feuchtigkeit gut versorgt und ich fand die Maske wirklich toll. Ich glaube, ich finde die sogar noch ein Stück weit besser als die von Isana vom letzten Mal. Ja, also ja, fühlt meine Haut sich geglättet an? Ja, also auch so stirnfaltenmäßig auf jeden Fall, ne? Wird jetzt wahrscheinlich nur so bis zum nächsten Gesichtswaschen sein, aber so als Unterlage zum Beispiel für Make-up oder ja, ne, wenn man wirklich einen schönen No-Make-up-Day haben möchte, wo man eine strahlende Haut haben will, ist das, glaube ich, eine coole Geschichte. Kann man sich mal angucken. Also, Cardia Vera habt ihr gut gemacht. Ei, 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 hier ist was los. Hier ist es gerade so hart am Regnen, Gewittern, Blitzen, Donnern. Aber ja, ich habe es in meiner Instagram-Story auch gepostet. Wahnsinn, was hier abgeht. Ja, ich möchte jetzt heute von Pretty Animals by Mask Bar die Bee Clarifying Sheet Mask ausprobieren. Die habe ich ja zugeschickt bekommen von der lieben Dani. Und ja, das möchte ich jetzt einmal ausprobieren. Da werde ich dann gleich aussehen wie eine Biene. Clarifying ist in dem Sinne auch aktuell sehr gut, weil ich ja hier auch einige Unreinheiten habe. Es geht wieder auf die bestimmte Woche hin und die Maske soll Feuchtigkeit spenden und glätten. Simmy liegt hier ganz ängstlich neben mir, weil der hat wohl damals, als er halt auf der Straße gelebt hat, etwas Blödes mitbekommen, was Gewitter angeht. Seitdem hat er echt Panik davor und ja. Deswegen hat er immer richtig große Angst und verkriecht sich und will immer bei uns sein. Ja. Okay, diese Maske sieht wirklich aus wie eine Biene. ja, die Maske darf jetzt 10 bis 20 Minuten drauf lassen. Ich lasse sie ja gerne 20 Minuten drauf. Sitzt nicht so gut, hat ein relativ dickes Vlies. Das ist ein bisschen nervig, steht hier auch an der Nase etwas doof ab. Und ja gut, hier oben, das muss ja so, das ist Design. Sehen wir uns gleich wieder. So, die Maske war jetzt tatsächlich eine halbe Stunde drauf und jetzt kann sie runter. Also sie ist wirklich sehr, sehr starr, weil sie sehr dick ist und man sieht auch, dass sie sich hier ja im Mundbereich wirklich von mir löst. Ja, ich glaube, das hilft ein bisschen, wenn ich das hinten mal anmache, ne? So, jetzt nehme ich die mal runter. Ich habe auch noch sehr, sehr viel Serum auf dem Gesicht. In dem Vlies drin ist auch noch ordentlich Produkt und ich massiere mir das jetzt mal eben ein. Ich fand es sehr interessant, dass diese Maske im Prinzip ja drei verschiedene Eigenschaften haben soll. Also sie soll Feuchtigkeit spenden, was sie offensichtlich tut. Sie soll glätten und sie soll klären. Das finde ich in Kombination sehr interessant. Auch wenn es jetzt eher nicht so aussieht, aber die Maske ist tatsächlich jetzt eingearbeitet. Sie glänzt jetzt noch extrem. Also ich merke auch, dass meine Haut gerade echt schön mit Feuchtigkeit versorgt ist. Ob sie jetzt klärt oder ob sie die Falten jetzt irgendwie glättet oder so. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Aber mit Feuchtigkeit hat sie auf jeden Fall die Haut versorgt. Und ich zoome dich mal eben ein bisschen näher ran. Dann kannst du auch von Namen sehen, wie gut meine Haut jetzt wirklich mit Feuchtigkeit versorgt ist. Also, ne, sieht alles schon echt gut aus. Und es fühlt sich auch schön an. Ich werde keine Feuchtigkeitscreme jetzt erstmal brauchen. Ja, deswegen fühlt sich alles ganz schön an. Sie riecht gut. Sie hat auf jeden Fall eine schöne Wirkung gebracht auf meine Haut. Also von daher, wo ist die? Da. Das Sachet mal wieder verloren. Ist das auf jeden Fall eine ziemlich coole Maske, die man sich anschauen kann. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Ich werde es mal nachschauen und wie alle anderen Masken auch unten in der Infobox verlinken. Weiter geht die wilde Reise. Und zwar habe ich heute hier die Egg Cream Mask. Die ist zur Porenverfeinerung und die ist mit Essig und Eiweißextrakt. Und die kommt jetzt erstmal auf mein Gesicht. Die Masken von Egg Cream Mask sind dafür bekannt, dass die extrem und intensiv mit dem Serum getränkt sind. Also man hat hier einen richtig krassen Film auf der Maske, unter der Maske. Also das ist wirklich intensiv, ne? Also wie da das Serum, das ist der Hammer. Und ja,
Das kommt aus der Packung und dann hast du so ein Netz über der Maske. So sieht das aus, wenn man das sieht. Ich glaube ganz, ja, man sieht es wohl, ne? Und ja, das lässt sich auch sehr schön abziehen. Das ist deutlich besser als diese Folien, finde ich. Und ja, also ne, lässt sich dann super auftragen. Der Tragekomfort ist unfassbar schön, weil dieses Vlies, was hier so, ne, dieses Tuch ist so angenehm und dann auch so krass durchdrängt. Und du merkst einfach, wie die Haut das alles aufsaugt. Und ach, der Geruch ist eher so lala. Also gefällt mir jetzt nicht so ultra. Es rutscht hier auch gerade ein bisschen. So. Von der Passform, ja, ein bisschen zu klein für mich. Also die Augen stehen irgendwie bei grundsätzlich allen Masken ein bisschen nah zusammen. Der Mund ist irgendwie an der falschen Stelle bei mir. Keine Ahnung, passt alle nicht so ganz. An den Seiten siehst du, dass quasi die Maske bei mir nicht in die Haare reingeht. Das ist auch ganz gut. Hier oben ein kleines bisschen am Haaransatz, aber es geht. So, jetzt labere ich schon so viel über diese Maske. Jetzt lassen wir sie einfach mal einwirken. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, das hat sich jetzt alles ganz gut angefühlt und jetzt mache ich die Maske mal ab. Die ist auch immer noch sehr, sehr getränkt mit der Flüssigkeit. Und ich weiß nicht, also man könnte da garantiert die Maske noch länger drauf lassen. Dieses Mal möchte ich mal versuchen, diese Maske mit diesem schönen Jade-Roller einzuarbeiten. Und da gucke ich mal, ob das funktioniert. Ich habe auch noch irre viel Serum auf der Haut, wie man sieht, ne? Wow. Sieht auch alles so nass aus. Ja, also es lässt sich damit verteilen, aber nicht richtig einarbeiten. Das heißt, das mache ich doch eben mal mit meinen Händen. Ja, habt ihr Sammy gehört? Mein Freund spielt gerade mit ihm. Ja, das ist so viel Serum, das kannst du besser mit den Händen einarbeiten. Das hätte, glaube ich, mit dem Roller Jahre gedauert. Und so glänze ich jetzt mal wieder vor mich hin. Das bleibt jetzt auch noch eine Weile so. Ich kenne das ja von den Acry Masks. Und das muss nämlich noch schön einziehen. Das dauert einfach eine ganze Weile. Ich muss mein Gesicht aber jetzt nicht eincremen. Das, was ich gleich machen werde, ist eine Augencreme zu verwenden. Aber eine Nachtcreme werde ich nicht brauchen. Das ist schon mal sehr schön. Und ja, da kann ich euch auf jeden Fall diese Maske empfehlen. Hier steht ja tatsächlich nur drauf, dass es die Poren verfeinern soll. Da steht nichts von Feuchtigkeit spendend, aber sie feuchtet enorm viel Feuchtigkeit. Sie feuchtet, sie spendet enorm viel Feuchtigkeit. Genau, kommt mal näher ran. Jetzt siehst du das auch von nahem. Also ich finde, dass das Ergebnis echt schön geworden ist. Ne? Das gefällt mir richtig gut. Ja. Oh, es fühlt sich so schön seidig auf der Haut an. Ne? Richtig, richtig toll. Das ist so ein schöner, frischer Kick, den man jetzt gerade im Sommer echt gut gebrauchen kann. Auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Geschichte. Es ist echt der Wahnsinn in Tüten. Ich musste gerade so lachen, als ich mir die drauf gemacht habe. Eine liebe Zuschauerin hat mir nämlich empfohlen, tatsächlich die Maske vor dem Duschen zu verwenden, weil die muss ja fast eine halbe Stunde auf den Haaren bleiben. Und da ich mich nach dem Duschen ja immer direkt eincreme, ist es immer relativ doof, weil das muss man sich ja abwaschen. Also habe ich mir meine Haare halt nass gemacht, habe sie kurz mit dem Handtuch abgerubbelt und jetzt die Maske, die Haarmaske von Aiko mir übergezogen, diese Thermalmaske. Ja. Ne? Also wundert euch nicht. So, ich möchte auf jeden Fall jetzt noch die letzte der 5 Gesichtsmasken heute auftragen. Und zwar ist es von Shelms die Erdbeer-Peeling-Maske. 3-Phasen-Wirkung, reinigt sanft und porentief. Da schwärmen ja so viele von. Und da musste ich meine Haut jetzt einmal vorher reinigen. Das habe ich gemacht, halt eine Vorreinigung. Sprich einmal mit Wasser abwaschen und einem Waschi. Ja, dann nehme ich mir jetzt nämlich die Maske. Massiere mir die so in die Haut ein, also auf Gesicht, Hals und Dekolleté. Und dann bleibt die 10 Minuten drauf. Und dann gehe ich duschen. Dann wird die abgewaschen. Ja. Und die riecht aber schön nach Erdbeer. Phase 1. Die Formel mit Erdbeerfrischzellen entfernt durch sanftes Einmassieren grobe Schmutzpartikel. Oh ja, da merkst du auch die Peelingkörner. Es ist wie grober Sand. Ist ganz gut, wenn man das jetzt vor dem Duschen tatsächlich macht. Weil so kannst du dich auch schön einsauen, ne? So, jetzt beginnt Phase 2. Während des Einwirkens lösen AHA-Fruchtsäuren abgestorbene Hautschüppchen und Talgablagerungen. Kombiniert mit Fruchtextrakten wirkt die Haut belebt und die Zellerneuerung angeregt. Und nachdem die Maske dann entsprechend eingezogen ist, das heißt nach diesen 10 Minuten, boah, ich sehe echt gerade sehr freaky in diesem Bildschirm aus, beginnt Phase 3.
Beim Abnehmen der Maske werden alle Unreinheiten restlos beseitigt und die Haut porentief geklärt. Klinische Tests belegen, dass eine regelmäßige Anwendung das Hautbild um 56% verbessert. Ja, dann lasse ich das Ganze jetzt erstmal einwirken, gehe dann duschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Auch ohne diesen Turban. Und da bin ich auch schon wieder. Ja, also die Haarmaske war ganz in Ordnung. Ist jetzt kein Must-Have, also ob man sich jetzt so eine relativ teure Einmalanwendung auf die Haare gibt oder ob man sich so einen Pott holt, ist jedem selber überlassen. Also von der Pflege her fand ich es relativ ähnlich. Ne? Ja, aber die Erdbeermaske, die Erdbeer-Peeling-Maske von Shadams, die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Die hat mir echt gut gefallen. Also ich habe ja hier aktuell auch sehr viele Unreinheiten und das hat die Haut wirklich schön geklärt. Also du kannst dir das auch gerne mal von Namen angucken. Ja, so sieht meine Haut jetzt von nahem aus und sie glänzt ja auch richtig, ne? Also, es ist geklärt. Es war auch ein schönes Gefühl. Es war auch, als ich die abgewaschen habe, ein kühlendes Gefühl. Ich werde jetzt natürlich meine Haut noch eincremen müssen, ne? Weil ich habe ein Peeling und eine klärende Maske verwendet. Das ist logisch. Aber es sieht gut aus. Also, diese groben Unreinheiten hat es runtergenommen und ich weiß nicht, vielleicht, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du hier halt so Unreinheiten hast oder irgendwo halt im Gesicht, dann merkst du auch diese Unebenheiten und dass du es quasi abkratzen könntest. Das ist so eklig, ne? Aber dieses Gedöns hat die Maske auf jeden Fall runtergenommen und ja, dadurch fühlt sich meine Haut echt erfrischt an und hat gut gereinigt, ja. Welche von den 5 Masken mir persönlich jetzt am besten gefallen hat, kann ich gar nicht so sagen. Ich fand jede auf ihre eigene Art echt toll. Also ich würde auch jede einzelne davon wiederverwenden, weil die echt alle gut waren. Also da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, nö, also die waren echt nett. Du kannst aber gerne mal abstimmen, welche du hier am besten fandest. Du kannst mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, was deine Lieblingsmaske ist. Das wird mich tierisch interessieren. Und in diesem Video kannst du dieses Maskenset gewinnen. Das ist einmal eine komplette Wochenanwendung und ja, jeden Tag eine Maske. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist. Claudi testet alles. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!